Willkommen zum heutigen Media Briefing, dieses Mal am Dienstag zum Cup-Achtelfinale gegen den SC Austria Lustenau. Morgen um 18 Uhr im Reichshofstadion zu Lustenau. Und für die kommende Runde die 3 Bundesliga baut bei T-Mobile gegen den FC Red Bull Salzburg. Darko, ich darf dich gleich bitten um ein erneutes Update zur Personalsituation. Für das erste Spiel morgen in Cup sind Vujadinović und Beric wieder dabei. Leider haben wir eine neue Verletzte. Dudic liegt zu Hause und hat eine Woche Trainingsverbot. Klar, für nächstes Spiel, für das Salzburg-Spiel ist dann Offenbacher gesperrt und müssen wir dann am Donnerstag noch einen Spieler von Amateur holen. Aber im Prinzip ist sowieso wichtig, erstes Spiel, für uns ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Ich denke auch sehr schweres Spiel im Cup sind. Ist Spannung da. Wir haben bis jetzt gut gespielt im Cup, auch vorige Runde. Gut gespielt gegen Wien Neustadt und dominiert. Aber jetzt kommt ein neues Spiel und gegen einen Gegner, der sicher stark zu Hause und Gegner, der versucht alles, ist klar, gegen einen Bundesligist. Unsere Aufgabe ist aber auch klar. Wir wollen weiterkommen in die nächste Runde. Wir haben auch jetzt nach 7 positiven Runden gesehen, was bedeutet, was sind wir nicht hundertprozentig. Wir waren alle zusammen sehr enttäuscht nach Admiras Spiel und ist klar, dass ich wie Trainer und die Spieler warten. Und Gott sei Dank, das kommt so schnell ein Spiel. Das machen wir, das gut. Auf. Ich darf um eure Fragen bitten. Wo steht jetzt Sturm? So wie in den letzten oder vergangenen 7 Spielen vor dem Admira-Spiel? Oder ist Sturm so schlecht wie im letzten Spiel? Wo ist leistungsmäßig Sturm einzuordnen? So, für mich ist klar, dass man spielt Mannschaft hundertprozentig. Das bedeutet, dass wir spielen wirklich auf unserem Top-Niveau, was ist in diesem Moment möglich. Dann sind wir stark, sofort. Wann glaubt jemand, das kennen wir auch lockeres Spiel, dann haben wir Schwierigkeiten. Und weil waren wir alle vor Admira Spiel sicher, da sind wir gut drauf, da sind wir gut in Form. Und dass wir können was bauen auf diesen Moment. Dann bin ich sicher, dass nach einem Spiel sind wir nicht im Keller, so wie waren wir vorher. Das bedeutet, es ist nur eine Sache von ein Ausrutscher, eine Sache von Kopf und wir müssen einfach in Zukunft bei mir das Spiel genug Energie finden, da sind wir auf unserem Maximum. So ist. Aber das ist Fußball und das ist nicht immer, das läuft nicht immer so, wie man will. Ist auch klar. Habt ihr das abgehackt oder habt ihr das aufgearbeitet? Das verstehe ich nicht richtig. Hast du das gesagt, okay, das war's? Vergessen wir oder haben wir gesprochen? Gesprochen ohne Theater, ohne Panik, mit einer guten Leistung beim Training heute und mit vielen Gesprächen noch bis morgiges Spiel. Weitere Fragen an den Trainer? Bitte gerne. Fragen kannst du. Es ist zwar jetzt Lustenau, aber dann Salzburg. Hast du schon dir Gedanken gemacht über Salzburg und die nicht so gute Serie von Sturm in Salzburg? Na, keine Gedanken. Für mich ist wichtig jetzt das erste Spiel, aber klar, das ist Salzburg eine super Chance für uns. Wer den Hoffi ersetzen wird im Mittelfeld, ist schon klar, oder? Wir haben 3 zentrale Mittelfeldspieler, oder 4. spielt in Viererkette, Madl. Tobias ist da.
nach Lustenau spielt, dann schauen wir mal. Wenn es keine Fragen mehr an den Trainer gibt, dann bitte ich um den Trainer. Auf jeden Fall geht es im Cup gegen Lustenau, in Lustenau. Was wird wichtig sein gegen den Gegner, der eigentlich sehr stark spielt in der zweithöchsten Spielklasse? Ja, was wird wichtig sein? Einfach die Chancen nutzen und ein Tor mehr schießen wie der Gegner. Aber ich glaube, dass es nicht einfach wird, vor allem auswärts. Ich glaube, dass das eine sehr gute Mannschaft ist. Und wir werden unser Bestes müssen geben, damit wir da bestehen. Und ich glaube, dass das auch der Fall sein wird. Bitte mal eure Fragen. Ich habe es ja echt zusammengesetzt und gesagt, das war ein bisschen ein Blödsinn gegen die Admira und jetzt zeigen uns, dass wir es wieder anders können oder kann man gar nicht zurückgehen? Ja, wie der Trainer schon gesagt hat, wir haben das besprochen, auch intern nochmal, was wir falsch gemacht haben. Ja, wir müssen das eh so schnell wie möglich abhaken und einfach wieder Gas geben und ich glaube, dass das auch in den letzten Trainings gut funktioniert hat. Und ja, deswegen sind wir zuversichtlich, dass es klappen wird im Cup. Weitere Fragen, bitte. Dadurch, dass jetzt schon so viele Bundesligisten ausgeschieden sind im Cup, gibt es ja jetzt, sage ich jetzt einmal salopp formuliert, nur zwei große mit Sturm und Salzburg. Setzt sich der Sturm eigentlich irgendwie jetzt auch selbst unter Druck, zu sagen, wir müssen zumindest ins Finale kommen? Ja, wir wollen auf jeden Fall. Also ich glaube, man hat gesehen, dass auch die sogenannten kleinen Vereine im Cup sehr gute Chancen haben, da einige Bundesligisten rausgehauen haben. Und ja, das ist bei uns natürlich auch im Hinterkopf. Wir wollen das natürlich nicht und wir werden natürlich versuchen, dass wir das Spiel gewinnen. Weitere Fragen? Gerade gegen so kleine muss man auch wieder kämpfen, laufen, beißen, rackern, sonst wird es nichts werden, oder? Ja, also wir werden schauen, dass wir über den Kampf ins Spiel kommen. Wie gesagt, es ist auswärts, glaube ich, in Lustenau sehr schwierig. Von der ersten Minute bis zur letzten müssen wir einfach alles geben. Jeder füreinander kämpfen. Und ja, was dann schlussendlich rauskommt, werden wir dann sehen. Aber ich glaube, dass wir dann auch gute Chancen haben. Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann folgende Information noch. Am Freitag wird es kein Media Briefing geben, da die Mannschaft im Westen verweilen wird und sämtliche Trainingseinheiten in Lustenau und in Salzburg absolvieren wird. Dankeschön fürs Kommen.